Hallo Leute, herzlich willkommen hier zurück bei den Joint Rooster MMBDMP-Freak. Ja, heute alleine, aber nichtsdestotrotz, der 13-0-Sieg hat uns veranlagt, oder besser gesagt, mich veranlagt, weiter zu orakeln. Danke dafür, dass so viele letzte Mal schon eingeschaltet haben. Ja, Gott sei Dank haben wir ja nicht richtig orakelt. Wir hatten ja das Ganze andersrum. Ja, gucken wir heute einfach mal, wie ich mit Deutschland gegen Nordirland abschließe. Mannschaften habe ich schon ausgewählt, die Trikots passen mir auch. Spieleinstellung. Ja. Gibt es hier oben noch was? Kamera, visuell, Regeln, Audio? Nö, gibt es nichts. Ja, dann spielen wir. Oh, tü. Yeah, und Pass. Ja, der kommt an. Zack, und der Pass kommt auch an und der Pass kommt nicht an. Alles klar, wir können aber loslegen, bevor ich mich hier lächerlich mache. Und wir begrüßen Sie heute herzlich aus dem Berliner Olympiastadion. Für das eigene Land aufzulaufen ist immer was Besonderes, oder? Was meinst du, Buschi? Ja, logisch, Wolf. Auch wenn Testspiele ja nicht den besten Ruf genießen, aber wenn es losgeht, dann merkt man den Spielern den Stolz schon an. Das Olympiastadion gehört mit Sicherheit zu den geschichtsträchtigsten Spielstätten überhaupt. Es wurde anlässlich der Vergabe der Olympischen Spiele nach Berlin zwischen 1934 und 1936 erbaut und wird heute hauptsächlich von Hertha BSC genutzt. Und sicherlich auch charakteristisch die blaue Tartanbahn, die regelmäßig bei Leichtathletik-Meetings genutzt wird. Ja, das ist uns jetzt gerade alles egal. Wir legen los. Hier. Nordiren nicht so Genauer weit Ball. rankommen lassen. Wird das eine Torchance? Oh, verstolpert hier. Nein, zack Gutes dazwischen. Tackling. Das war knapp, wäre fast ein Eckball gewesen. Aber erstmal hier wieder reinkommen. Kyle Hier. Lafferty. Ah, nicht. Schussversuch. Ja, von Super wegen. abgewehrt, Da aber hinten faul ist steht kein einer. Problem. Klack. Zack. Gleich hier weiterleiten. Hier, der ist Ösi. schnell. Über die Bahn. Jetzt Jawohl. vielleicht mal Druck von Deutschland. Hier rein. Weiter Ball hier Zack. von Mesut Özil. Ah, Gut zu weit an den aufgepasst, der hat die Torwart. Flanke. Klack. Den Ball geben wir nicht Sollen wir her. das zur Favoritenrolle, Busch? Zack. Also Wolf, bitte. In meinen Augen ist die Hier. deutsche Mannschaft hier Zack. der absolute Favorit. Das würde mich schon wundern, wenn sie das Ding nicht gewinnen. Zack. Letzte Sekunde noch mal abgefangen. Zack, der Boateng, da springt er. Hier, nächste. Özil. Die Zack. DFB-Elf greift hier an. Ah. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da wollte er durch, da wollte er Oh, ich unbedingt. dachte, wir Da. waren mehr in dieser Szene. Nix da, hier, Aber jetzt hat sie den Boateng. Ball verloren. Der Pass von Özil kommt nicht Ich an. spiele mir aber auch gerade eine Grütze hier zusammen. Das ist aber unglaublich. Zack, lauf, Gomez. Eine Kedira läuft. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Zack. Hier, Vielleicht wird über lauf. Müller jetzt gefährlich. Chance zur Führung. Klack, au. Ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Nein, nix Konzentration hier. Zack. Läuft der denn da in den Mann? Das ist unglaublich. Ich glaube, die Kirsche hier muss ich mal auswechseln gleich. Zack hier. Dran da. Gute Chance. Er zieht ab. Ah, Da viel geht der zu Ball ein gutes Stück weit. übers Tor. Ah, Gomez mit seinem Torglück hier momentan episch. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Nix da. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Hier, der kann's.
Und nun Gomez. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Khedira und... Super gemacht vom Torwart. Schade. Aber eine Khedira-Aktion. Ah, komm, schieß weg hier, Kollege. Zack. Hat er. Hat er sicher. Hat er. Hier, zack. Pisken für Pisken. Gleich weiter hier. Oh, der war zu feste. Hier gleich den nächsten Mann kommen lassen. Jawohl, rüber. Hughes. Lafferty. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, Boateng, bester Mann auf dem Platz hier. Geht weiter hier, schneller Einwurf. Ja, lassen wir Boateng mal nach hinten wieder. Es ja, abseits. Geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Ja, Zehntelsekunden, da waren mal ein paar Meter. Jetzt sind sie am Ball. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Zack. Oh, der war zu weit. So kann er die gegnerische Abwehr natürlich nicht unter Druck setzen. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Ah, da braucht keiner mehr laufen hier. Jawohl, schmeißt er denn hin? Gleich zum Gegner. Ja. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Geht er rein? Nein, da haben wir Neuer im Tor hier. Und festgehalten. Zack. Klasse gemacht. Özil. Hector! Jetzt der Schuss! Oh. Da kann er die Führung erzielen, aber der Ball geht am Tor vorbei. Und so bleibt es zunächst beim Unentschieden. Schade. Ans Außennetz leider nur. Hm. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nee, nix da. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ball besuchen. Ja, was wäre das hier fast geworden? Nee, 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 nee. Zack, da vorne wieder. Ja. Gepasst vom Verteidiger. Schön halt vom Verteidiger. Hector. Draxler. Und jetzt Toni Kroos. Und Müller. Sie Zack. Spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Zack. Das Lauf. War nicht so gut. Die Flanke war nicht präzise genug. Hughes. Gutes Tackling. Groß. Zack. Das könnte gefährlich werden. Ah. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Norbert am Ball. Ja, die feuern an die Fans hier. Boah, Teng laufen lassen hier. Okay, wir wechseln wieder. Ja, der hier. Ball bleibt bei Khedira hängen. Nix da. Müller am Ball. Fumm. Wird's jetzt gefährlich? Thomas Müller mit einer guten Aktion hier. Er spielt den Verteidiger aus. Ganz verdammt. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Oh, was ist das denn hier? Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Zack, hier weiter. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Zack. Nur Müller. Zweite Reihe. Den hält er super. Ah, verdammt, die erste Halbzeit. Keine Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Kurz der Blick in die Statistiken, Buschi. Ja, bestätigt im Grunde, was wir in den ersten 45 Minuten gesehen haben. Ein enges Match. Ja, ein enges Match. Naja, kann man so sehen, wie man möchte. Ah, nee, die Wiederholung brauchen wir jetzt nicht. Ja... Weiter hier im Text. Hier
machen hier mal ein bisschen. Wir räumen mal ein bisschen auf. Der Üsi, wen haben wir denn? Jawohl, bringen wir den Götze für. Hier Khedira sieht auch schon ziemlich, wisst ihr was? Den, da kommt der Volland für. Super. Alles klar, das reicht mir auch schon. Zwei neue im Spiel. Gib ihm. Jetzt will er nochmal neue Impulse setzen. Zwei neue Spieler kommen. Das war der Anstoß zur zweiten Hälfte durch die DFB-Auswahl. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Zack. Voller. Ja! Das ist der Treffer! Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Da war er. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Die Flanke war lang unterwegs, aber reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Ja, hat er keine Chance gehabt. Tolles Timing in der Luft. Wird das Spiel jetzt endlich offensiver? Das erste Tor ist gefallen. Es hat ein bisschen gedauert heute. Lefferty. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Steven Davis. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Ja, hat der Neuer gut gerettet. Nicht durch. Komm, mach Einwurf, Kollege. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Zack. Die Gäste werden wechseln. Da kann er ihn stoppen. Nee. Ist der Ausgleich nicht unglaublich. Haben wir alle schon drin gesehen. Was, den haben alle drin gesehen? Nee. Der ging einen Meter drüber, Kollege. Ja, die Deutschen singen schon auf Wiedersehen. Zu den vielen Stärken von Mats Hummels. Zählt ja auch Sack. Eine kluge, vertikale Spiele. Yeah. Mit Draxler. Seine Zack. Pässe nach vorne. Blum! Und da ist das Tor. Jetzt haben sie ja alles im Griff und können mit diesem Treffer noch erhöhen. Da ist er. Der Mann, den Deutschland braucht. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Schön Volley genommen. Seite technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Klasse Tor hier von Ihnen. Da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschuss als Wolf. Fast noch wichtiger bei der Hereingabe. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen Sie hier ohne große Probleme. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt müssen sie aufpassen. Nein, hier macht keiner sein Ehrentor. Draxler ist dran. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Schickt er ihn? Nein, er schickt ihn nicht. Einfach an den Ball gekommen. Schade. Steil gespielt, gute Idee. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel groß vorbei. Marschiert, Müller auch. Götze bringt den Ball nach vorne. Das macht er gut. Volland und das war Götze. Der Ball ist weg. Schade, schönes Dribbling von Götze. Ich gucke nicht mehr auf die Namen. Ich spiele einfach nur. Schade, er wollte einen tunneln. McNair. Wird's jetzt gefährlich? Tolle Flanke. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das. Da ist der Boateng. Hier, Götze, lauf.
fast immer lang. Ah! Ja, voller. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wow. Oh! Nee, das haben wir nicht verdient. Das, nee, also 2-1 geht das nicht aus. Das war der Anschlusstreffer. Sie sind zurück im Geschäft. Es ist alles zuzutrauen. Jetzt, zack. 2-1, hier ist noch alles drin. Zack, hier. Hector. Zack. Jetzt vielleicht. Oh, das wäre ein schönes Tor gewesen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. So, hier haben wir eine Einwendung. Hier mit Hector hinterherhetzen. Statistik, Buschi. Da hätten wir die Zahlen gar nicht gebraucht. Man kann ja auch so sehen, dass es hier sehr ausgeglichen zugeht. Norbert am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ja. Boateng klärt. Einsatz, aber jetzt Einwurf. Er bringt einen neuen Spieler. Den haben wir da für Khedira. Wir bringen Meier. Alles klar, das passt. Verteidiger, das ist ungewöhnlich. Ja, sieht so aus, als will er es mit der Brechstange versuchen. Oh, das kann natürlich sein. Hoffen wir für ihn, dass er damit Erfolg hat. Jetzt kommt ein neuer Spieler. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. Khedira hat genug gearbeitet. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sehr gut reingespielt. Da holt er sich die Flanke. Das war wichtig, sonst wäre es gefährlich geworden. Ja. Zack, hier. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt haben sie den Ball. Boateng klärt das wieder. Gut verteidigt hier. Hier, zack. Zack. Und nun Götze. Abseits. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Oh. Da verlieren sie den Ball. Ja, war falscher Knopf gedrückt. Abgerutscht. Norbert am Ball. Er nimmt ihm den Ball ab. Zack, schön. Hector. Zack. Oh, falsch gelaufen hier. Wird das seine Torchance? Nein, jetzt nicht. Boateng kommt. Ah, Neuer hat ihn. Hält der Torhüter fest. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Groß. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Der Ball kommt gut. Gut aufgepasst. Schön. Die wurde abgeblockt. Ah, was? Einwurf für die? Nö. Einwurf, sofort ausgeführt. Einwurf fürs deutsche Team. Wollte schon sagen hier. Klack. Toni Groß. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen. Zack, hier. Offen hier, der Ausgang der Partie. Fupp. Gutes Zuspiel. Ganz stark gemacht. Götze. Oh! Pfosten. Im Nachsitzen. Und er trifft. Gute Entscheidung vom Trainer, den einzuwechseln. Er macht das Tor. Jetzt treffen sie hier nochmal. Kurz vor dem Ende und Das Spiel ist längst gelaufen. Der Treffer hier aus kurzer Distanz, das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Schöne Ding. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Norbert am Ball. Wird's jetzt gefährlich? Steven Davis. Da schickt er den Mitspieler. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein Zack. Echter Fels in der Verteidigung. Götze über links.
Und der läuft, der Junge, der läuft, der läuft, der läuft richtig warm. Ja, aus. Und abgepfiffen. Das ist der Schlusspfiff. Die DFB-Auswahl gewinnt dieses Spiel. Ja. Ein Sieg im Freundschaftsspiel nimmt man gerne mit. Und es war ein gutes Training. Und wenn man dann auch noch gewinnt, dann ist das gut für die Stimmung im Team. Ja, es ist ein Freundschaftsspiel. Am Dienstag wird es qualifikationsrelevant. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Und der Volland gefällt ganz mir. Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, beide Joker eingewechselt. Beide Joker haben getroffen. Der Volland sogar im Doppelpack. Herrlich. Oh, wir gucken uns die Aktion nochmal an. Ja, das war weit daneben hier. Ja, Gomez. Momentan kein Torglück, der Mann. Ja, auch völlig daneben hier. Ja, sie passen Hector. Den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Zack. Volland. Und Volland macht das Ding. Da kann der Torwart nur zugucken. Ja, der war weit drüber, da wird nichts, da wurde nichts raus, alles gut, vielen alles Stärken grün. Von Mats Hummels. Zack. Zählt ja auch seine rein. Volland. Flupp, drin das Ding. Vom Draxler einmal rüber. Super. Und der hätte drin sein müssen, der hätte drin sein müssen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, der war ärgerlich. Der war ärgerlich. Der hätte er neuer haben müssen. Er hat den Ball nur hinterher geguckt. Der hätte er reagieren müssen. Gutes Zuspiel. Ganz stark gemacht. Zack. Kürze. Pfosten. Und im Nachsatz. Der Götze, der hat's gerettet. Ja. Hoffentlich retten die Jungs es am Dienstag 18 Uhr auch. Ich drück die Daumen. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle für bei euch fürs Zusehen. Schaut beim nächsten Mal rein. Wir orakeln weiter. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin, euer P-Freak. Ciao.